Was bewegt die Frankfurter Bürger? Welche Fragen würden Sie dem Bürgermeister gerne mal stellen? Wir haben nachgefragt und direkt am Schreibtisch des Oberbürgermeisters Antworten eingeholt. Ja, Herr Patzelt, ich würde gerne mal wissen, was Sie für die älteren Arbeitslosen machen, um das man oder tun könnten, dass man wirklich mal eine Arbeit wieder findet, wenigstens bis zur Rente. Denn nur vom Hartz IV möchte man nicht leben. Arbeitsmöglichkeiten für ältere Bürgerinnen und Bürger sind tatsächlich in einer Stadt, in der die Bevölkerung immer älter wird, damit auch ein größeres Problem. Und ich habe diese Frage im Vorfeld übermittelt bekommen und habe mir ein bisschen mal die Zahlen aufgeschrieben. Wir haben, und das ist sicher für alle interessant, in Frankfurt-Oder zum Stichtag 5.426 Arbeitslose. Und der Anteil der Älteren daran betrug 28,5%, also etwas mehr als ein Viertel. Und von diesen 5.400 Arbeitslosen waren 1.549 im Alter von 50 bis 65 Jahren. Und 762 waren im Alter von 55 bis 65 Jahren. Das ist eine kritische Bilanz. Wir wissen, wie schwer es ist, älteren Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz zu vermitteln. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Förderprogramme, gerade für ältere Arbeitnehmer. Und Sie können sich bei der Agentur für Arbeit, aber auch bei dem Beauftragten für Beschäftigungsförderung bei mir im Büro erkundigen, welche Möglichkeiten speziell für Sie zur Verfügung stehen. Es gibt eine Einzelförderung für über 50-Jährige. Es gibt die Unterstützung bei Einrichtung von Selbstständigkeit, auch eines Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betriebes. Es gibt die Unterstützung gegenüber Arbeitgebern, wenn Sie einen Arbeitnehmer einstellen, der über 50 Jahre alt ist. Das kann also lukrativ sein für einen Unternehmer, einen älteren Arbeitnehmer einzustellen. Und es gibt dann die direkte Unterstützung der Arbeitssuchenden mit über 50 Jahren. Lieber Herr Patzelt, warum ist denn das Zentrum der Stadt ein Parkplatz? Das verstehe ich nicht. Ich denke mal, das Zentrum ist kein Parkplatz. Es gibt noch viele Fußwege, viele Plätze, viele Straßen zwischen diesen Parkplätzen, die wir haben. Aber die Frage beantwortet sich einfach an den Bedürfnissen unserer Bürger und unserer Gäste. Nach wie vor vertreten doch sehr viele die Auffassung, dass die Parkgelegenheiten im Zentrum immer noch zu wenig sind. Und nach wie vor gibt es auch viele Besucher des Zentrums, die unvorschriftsmäßig zum Beispiel den Rathausplatz als einen Marktplatz, als einen Parkplatz benutzen. Diese auch in Kauf nehmen, dass sie immer wieder ein Knöllchen dafür bekommen. Also ich kann die Frage nachvollziehen, aber man hat in der Stadt immer einen Kompromiss einzugehen zwischen den erkennbaren Bedürfnissen und Verlangen der Bürger. Und meine Wahrnehmung in Frankfurt-Oder ist, dass die Bürger am liebsten mit dem Auto bis vor den Ladentisch fahren würden. Hier versuchen wir Kompromisse einzugehen. Es gibt jetzt ein neues Verkehrskonzept um das Rathaus herum, um das Kino und um den Brunnenplatz herum. Und wir hoffen, dass wir die Situation dann etwas erträglicher machen. Wir haben ein Gutachten dafür anfertigen lassen, was ausweist, dass genug Parkflächen zur Verfügung stehen. Man denkt mal an den Brunnenplatz, der zum meisten Teil leer steht, aber überall um ihn herum werden die Autos an allen möglichen und unmöglichen Stellen geparkt. Ich halte das für eine Erziehungsaufgabe und an der sind wir dran. Wir hätten ja gerne eine Frage. Wir waren jetzt auch eine Weile im Urlaub gewesen, aber wie sich das so darstellt mit der Straßenbahn bis oben zum Spitzkrug, ist ja gesagt, nicht? Und dass unten eben die Abadienstraße entfällt, wie sich der Bürgermeister das vorgestellt hat für die älteren Leute. Ob da wie das so reguliert wird. Nicht? Denn jeder hat nicht ein Auto oder auch die Kinder wohnen nicht immer da, dass sie immer präsent sind. Nicht? Und da würde ich mal wissen, wie Sie das so in Zukunft gedacht haben. Ja, wir diskutieren ja sehr viel um den öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt-Oder. Es ist einer der besten von Brandenburg. Da bin ich auch stolz drauf als Oberbürgermeister und der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verkehrsbetriebe sehr dankbar, dass sie so eine gute Leistung erringen. Das kann man auch immer wieder deutlich sagen in einer Zeit, wo überall die Zahlen der Nutzer vom öffentlichen Nahverkehr sinken, sind sie in Frankfurt-Oder gestiegen. Wir haben also eine sehr gute Nutzung. Das liegt vielleicht auch an dem Preis-Leistungs-Verhältnis und das liegt an den Millionen, mit denen wir den öffentlichen Nahverkehr in jedem Jahr immer noch unterstützen.
Und gerade weil wir das tun und wir eine so große Haushaltsnot haben, schauen wir jetzt genauer hin, an welchen Stellen lässt sich dieser Verkehr wirtschaftlich optimieren. Das heißt, wo können und müssen wir Einsparungen erzielen, sodass wir die Zuschüsse der Stadt nicht noch wachsen lassen, sondern im Gegenteil etwas eingrenzen können. Und dann gucken wir auf die Strecken, wo die Nutzerfrequenz niedriger ist. Wenn wir überlegen, ob wir zum Spitzburg-Community-Center eine Straßenbahnlinie aus der Stadtmitte entwickeln, so wie sie in den Planungen der Stadt schon lange vorliegt, dann kann das nur Sinn machen, wenn es viele Nutzer gibt. Straßenbahn ist immer dann wirtschaftlicher, wenn es viele Nutzer gibt. Autobus ist immer sinnvoller, wenn es weniger Nutzer gibt. Und das erklärt dann auch die Diskussion von Straßenbahngegnern und Straßenbahnbefürwortern. Wir können uns als Stadtverwaltung und die Verkehrsbetriebe nur danach richten, wie viele Fahrgäste wird es erwartungs- und erfahrungsmäßig eigentlich geben. Also, jetzt nochmal zu Ihrer Frage ganz konkret. Haben Sie keine Sorge, wenn wir eine Straßenbahnlinie einstellen, und das ist geplant für die Lebuser Vorstadt, dann wird es dafür ersatzweise einen Busverkehr geben. Und diese Busverkehre werden von den Taktfolgen so eingerichtet, dass sie den Bedürfnissen der dort Anwohnenden, insbesondere älteren Menschen, die selber nicht mit dem Pkw fahren, gerecht werden. Das ist völlig klar, dass in einer Stadt, wo viele ältere Menschen leben und immer noch älter werdende Menschen zusätzlich leben werden, dass wir da Sorge tragen müssen, dass der öffentliche Nahverkehr auch diese Menschen in die Stadt hineinholt. Dafür gibt es interessante Instrumente, also nicht nur ein großer Bus, der fährt, dafür gibt es Kleinbusse. Wir haben das mehrere Male probiert, von der Stadtmitte ins Hansaviertel hinein. Und die Verkehrsbetriebe sind da sehr flexibel. Haben Sie also keine Sorge, schreiben Sie Ihre Bedürfnisse an den Stadtverkehr, geben Sie alle, und das sage ich nicht nur Ihnen als Fragestellerin, sondern allen Menschen, geben Sie viele, viele Hinweise, wie Sie sich das gerne vorstellen können, wie Sie wünschen, wie Ihr Lebensrhythmus ist, wie Ihre Einkaufsgewohnheiten sind, und dann kann man auch die Verkehre optimieren. Sollten auch Sie Fragen haben, die Sie dem Oberbürgermeister gerne mal stellen wollen, dann nichts wie her damit. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und werden sie selbstverständlich weiterleiten.